Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht, selbst Outfit wie gestern. Das liegt daran, dass für mich heute noch heute ist. Es ist noch der 31. Mai. Für euch ist es natürlich schon ein bisschen her. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet, deswegen habe ich das Daily gestern nämlich schon beendet, weil ich heute ein Unboxing habe. Ich habe es zum Auspacken. Und zwar fangen wir damit gleich an. Erstmal will ich was Fertiges zeigen. Ich habe es fertig. Und zwar habe ich ein Oberteil fertig. Ja, ein Sommeroberteil. Es sieht nicht nach Sommer aus, aber es ist ein Sommeroberteil. Ja, ich mache dazu nur eine schriftliche Anleitung fertig, weil ich jetzt Lust hatte, mal was zu häkeln, ohne ständig an die Kamera zu denken. Und deswegen wird es diese Variante wahrscheinlich bloß als schriftliche Anleitung geben. Aber es ist so ähnlich wie das Kleid Lilly im Kräutergarten. Also das findet ihr auch schon schriftlich auf meinem Etsy oder meinem Boschi-Shop. Ja, es ist ein bisschen abgewandelt. Ne? Also ich mache es euch fertig schriftlich, aber ich weiß jetzt nicht wann. Ja, das ist gestern von der Nadel gehüpft. Ein Sommertop, ich freue mich. Ich habe mal wieder einen Sommertop gemacht. Ein Fünffachgarn mit 700 Meter, aber ich habe hier 100, 200 vielleicht, 300 drin Zucker für eine 36. Genau. Gut, dann fangen wir an mit etwas Großem, was ich bestellt habe. Es ist schwer. Schwer. Und ich habe schon wieder was bekommen. Ich mache immer ständig hier dieses Ding kaputt. Falls jemand fragt, ich weiß nicht. Ich lasse das Paket auch da stehen. Wir machen es mal gemeinsam auf. Achtung. Da ist es. So, okay, den könnt ihr mich wieder angucken. Ich habe mir Keraflot bestellt. Hatte ich, glaube ich, schon erzählt, ne? Und ich wollte euch das zeigen. So sieht das jetzt aus. Ich habe mir das bei Amazon bestellt. Das war ein 5er-Pack, jeweils 1 Kilo. Ich wollte das erstmal ausprobieren. Das machen wir auch zusammen. Nur leider sind meine Förmchen noch nicht dafür da, die ich dafür verwenden wollte. Ne? Also das ist Keraflot, ein Gießpulver. Das hier ist jetzt besonders weiß, aber ich möchte halt auch versuchen, das zu färben. Ja, genau. Hier steht halt, dass man das aus der Form nach ca. 60 Minuten nehmen kann. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass man es früher rausnehmen kann. Keine Ahnung. Ist das ein Backofen? Keine Ahnung, was das ist. Ich drehe es gleich um. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ja, also du kannst es nach einer Stunde aus der Form nehmen, aber es braucht nochmal 2-3 Tage, bis es richtig trocken ist, bis es wirklich weiter verarbeitet werden kann. Aber währenddessen ist ja die Form schon wieder trocken. Genau. Also es gibt 5 von diesen Paketen. 1 Kilo. Made in Germany. Ich bin gespannt. Ich habe ja schon ein paar Förmchen zu liegen. Aber ich wollte noch andere Förmchen ausprobieren. Unter anderem habe ich das Hochzeitsgeschenk von meinem Bruder. Möchte ich gerne selber gießen. Ja, da müssen wir gucken. Und so Anhängerchen. Da unten sind so Anhängerchen. Davon habe ich ja auch Förmchen. Einmal so ein Wohnmobil und Katzen und sowas alles, was eben für das Harz zu groß ist. Das möchte ich lieber mit was anderem gießen. Und ich wollte erstmal mit den Keraflot anfangen. Weiß jemand von euch, ob ich das Keraflot mit den Gießfarben vom Harz auch färben kann? Wenn nicht, ich probiere es einfach aus, ist mir egal. Aber vielleicht schreibt einer, um Gottes Willen, nein, mach das nicht. Dann weiß ich ja Bescheid. Da
dann mache ich das nicht, weil ich denke, es dauert noch ein paar Tage. Die Förmchen sind so um den 11.06. angekündigt, also darum, das Gießen selber dauert noch ein bisschen. Und wenn ich doch zu neugierig bin, dann packen wir die Förmchen auf jeden Fall zusammen aus. Aber wir gießen nochmal zusammen. Wie gesagt, das sind 5 Sonnetütchen, ja, also. So, ihr seht's? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wollte gerade sagen, ich zähle bloß 4, aber es sind 5. Okay. Die gehen wieder rein. Und wie viel ich aus Urlaub Tütchen kriege, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Das werden wir ausprobieren. Und ob das jetzt besonders günstig war bei Amazon oder ob dieses Raisin oder wie das heißt. Raisin 100 günstiger ist, ich habe keine Ahnung. Ich bin komplett neu und ja, genau. So, ich habe noch ein zweites Paket zum Öffnen. Ah, ein Zuschauerpaket von der lieben Julia. Ich mache es mal einmal auf. So sieht's aus. Es ist ein Care-Paket für mich. Ja. Süßigkeiten und Tees. Damit ich besser für euch arbeiten kann. Also, wir haben Servietten, einmal mit Schmetterlingen, einmal mit Erdbeeren. Es ist die absolute Erdbeerzeit, ja Leute. Erdbeeren. Und ich liebe Sonnenblumen. Guck mal, cool. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Julia. So, und dann geht's weiter mit Kerzen. Das passt. Meine Kerzen waren gerade. Jedenfalls die hier unten sind gerade alle. Aber da ganz oben im Schrank sind auch noch Teelichter. Aber ich bin immer zu faul, weil dafür brauche ich einen Tritt. Ja, einmal Rosenkerzen. Und das ist Clear Water. Nee, aber das wird doch nicht die Duftrichtung sein, oder? Doch, könnte die Duftrichtung sein. Da, die da. Jawohl, da freue ich mich. Das ist auf jeden Fall immer alles, was man gebrauchen kann. Okay, jetzt was für die Frechdechse. Erstmal Tee, freches Bienchen. Teekanne. Oh, zittert. Und Ingwer Lemon, die ist auch immer super lecker. Ingwer Tee geht auch immer. Jawohl. Und Achtung, gehen wir weiter. Energie. Wir haben Katje, die Love and Peace Variante. Jawohl. Und wir haben die Hasi. Ein Hasi. Die Grünohrhasen, ne? Heißen Grünohrhasen, genau. Vielen, vielen lieben Dank.
Und jetzt gibt es noch eine Stärkung für die Katzen. Eine kleine große Packung. Ne? Eine große Packung Mimis. Die machen wir gleich mit den Katzen zusammen, denke ich mal. Ich mache noch eine kleine Aufnahme mit den Katzen. Und hier gibt es so Leckerlis zum Streuen. Welche Sorte ist das hier? Das hier ist Huhn. Ja, das ist Huhn. Und das hier ist auch Geflügel. Also auch ein Huhn. Diese Hühnchen. Ja, mal gucken, was sie jetzt sagen. Hier. Und das ist Käse. Warum mögen Katzen Käse? Ist das wegen dem Geschmack oder warum mögen Katzen Käse? Ich verstehe das nicht. Käse. Ja, und die Dreamies, damit gehen wir jetzt einmal raus zu den Katzen. Ich mache jetzt trotzdem eine Verabschiedung. Also es kommt jetzt wahrscheinlich gleich noch eine Katzenaufnahme. Nicht wahrscheinlich. Es kommt eine Katzenaufnahme. Aber ich möchte mich schon mal bedanken für das schöne Paket, für das Care-Paket, damit ich bei Kräften bin und für euch werkeln kann. und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses kleine Mini-Video war auch ganz niedlich. Mein Mann hat noch ein paar Einspieler, vielleicht spielt er die mit ein. Wie gesagt, jetzt kommen gleich noch die Katzen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Vergesst ein Däumchen, Kommentar und ein kostenloses Abo nicht. Da freuen wir uns drüber. Und ja, bis morgen. Oh, da läuft schon das Wasser. We'll be right back.